Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schoki Banoki Daily, deine tägliche Dosis Angeberwissen. Ich habe euch heute mal den Sascha mitgebracht und mich selber natürlich auch. Sascha, was ist heute passiert? Was ist heute passiert? Bei dir also zu Hause bin, so? Bei mir zu Hause war alles in Ordnung soweit, ich muss mal sagen. Okay, ja. Ja, das Problem ist ja, heute ist ja der 14. Februar. Am 14. Februar ist ja, Entschuldigung, ist ja Valentinstag. Und ich mache den Scheiß ja nicht mit am 14. Februar. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja, den Rotz. Machst du hier valentinstagsmäßig, machst du dann so ein Zeug? Temporär. Also ich manchmal vergesse ich es wirklich, ja, und dann wieder denke ich dran und dann aber haben die Geschäfte schon zu und weiß ich nicht. Dann. Also ich denke immer dran und ich mache immer nicht ab, also immer ja. Absichtlich nicht ja, mit. Ja, ja. Ja. Wegen dem ganzen Kommerzscheiß halt. Wegen dem Kommerzscheiß, beziehungsweise weil es an einem Tag sein muss. Ich habe schon keinen Bock, am 24.12. Weihnachten zu feiern, sondern vorher oder nachher. Na egal. Jedenfalls, heute Geburtstag, am Valentinstag bzw. am 14. Februar, hat ja Louis Maxwell. Kennst du Louis Maxwell? Nein. Nein. Kennst du nicht? Das ist die Miss Moneypenny. Das ist doch die von, hier, von James Bond. James Bond, Miss Moneypenny. Richtig, natürlich. Miss Moneypenny. Genau. Ja. Die hat in zig verschiedenen, die hat mehr Filme mitgemacht als Sean Connery. Das glaube ich, ja. Oder Roger Moore gemeinsam. Ja, ja. Ja. Und sie hat ihn nie gekriegt. Sie war immer schwer verliebt, aber hat ihn nie gekriegt. Ah, das weiß man nicht so genau. Also ich glaube, hinter der Kamera ist da einiges gegangen. Oh. Ja, genau. Also real life. Ach so, verstehe. Natürlich. Ja. Was war noch am 14. Februar? 1981, am 14. Februar, startete... Tada, Wetten, das. Ach, Wetten, das. Frank Elsner. Meine Lieblingssendung, Wetten, das. Ja. Kindheitserinnerungen werden wach. Sensationell, sensationell. Neben der große Preis, wirklich die zweitgrößte Show, die mich wirklich beeindruckt hat. Und jetzt guckt der schon wieder so. Ja, ist wahr. Ja, der große Preis war auch Gewimtölke. Ja. Ja. Aber hier, Wetten, das, sensationell. Immer diese Saalwetten da, diese Städtewetten, die da gemacht haben. Ja. Heute ist YouTube voll mit Challenges. Ja, heute, damals ging das los. Ne, mit damals, das. Wir hatten ja kein YouTube, wir hatten ja nichts, Kinder. Ne? Wir hatten einen Brummkreisel und eine Schnur und damit haben wir gespielt. Ja, ne? Und die Schnur war kurz. Oder mal ein Tannenzapfen. Und der Brummkreisel war kaputt. Der Brummkreisel hat nicht mehr gebrummt. Ja, ne? Genau, war nur ein Kreisel. Ja. Frank Elsner, abgelöst von Thomas Gottschalk, abgelöst von Jürgen von der Lippe, abgelöst von Thomas Gottschalk und abgelöst von Markus Lanz, der das Ding dann an die Wand gefahren hat. Ja, Lanz. Und deswegen gucke ich mir keinen Lanz mehr, weil ich den scheiße finde, weil der mein Wetten, das an die Wand gefahren hat. Das ist doch voll die Kacke. Komm. Am 14. Februar ging es auf jeden Fall los. In welchem Jahr? 1981. Ja, 1981. Ja. Und 1912, am 14. Februar, wurde Arizona 48. Mitglied der Vereinigten Staaten von Amerika. Arizona. Ja, hier sehen wir. Wow. Arizona. Sieht so ein bisschen aus wie. Ja. Wie Vietcong, ne? So, oder? Ja, wie Vietnam. Genau. Ja, ja. So, also, aber andere Farben halt im Prinzip. Aber der Stern ist ja. Ja. Aber so der aufgehende, strahlende Stern, ja? Ja, ja. Also, das ist Arizona. 48. Bundesstaat. Ja, genau. Ja, und dann haben wir natürlich auch. Du hast es ja eben schon erwähnt in deiner Anmoderation. Ja, ja. Haben wir natürlich auch den Valentinstag. Mach den Fehler nicht. Problem ist natürlich, wenn wir so argumentieren, ja, das ist ja wie Muttertag, ne? Voll dieser Kommerzscheiß und sowas. Dieses erfundene Produkt quasi wie Muttertag, nee, ist nicht so. Ne? Das ist ein christliches Fest. Es geht um den heiligen Valentin. Ne? Das ist der Schutzpatron, wenn man so sagen kann, der Liebenden. Ajo. Deswegen wurden auch für Paare zum Beispiel extra Messen einberufen. Pff, jo, kann ja sein. Jo. Aber man muss doch nicht gerade an dem Tag nur Blumen kaufen und irgendwie nett sein. Das ist richtig. Ich liebe meine Frau das ganze Jahr über. Boah. Schatzi, wenn du das hier siehst, alles Gute zum Valentinstag. Boah, jetzt wird ja auch schlecht, ey. Da geht heute Abend noch was. Jetzt aber erst recht, ne? Ja. Warte mal, wir müssen Schluss machen. Ich glaube, der Tisch hebt sich schon langsam an da unten drunter. Ja. Ich sag, cheerio, Miss Sophie, morgen ist zum Glück Valentinstag zu Ende. Tschüss, Sikowski, macht's gut.